Wurffreunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Unter dem letzten Video wart ihr wieder sehr kreativ, ihr habt tolle Fragen gestellt. Danke fürs positive Feedback und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Frage. Hast du auch eine Sailor Moon Verwandlung? Aber na klar. Wer hat denn heutzutage keine? Was ist dein Lieblingsmeeresbewohner, unabhängig davon, ob fiktiv oder real? Dass egal ist, ob fiktiv oder real, würde ich natürlich Leviathan nehmen, denn Leviathan ist halt mehr oder weniger ein Wasserdrache, Wassergott, whatever. Ich finde Leviathan mega cool. Junko Inoshima oder Kurumi Tokisaki für eine Nacht. Achtung, endet beides safe nicht gut. Machst du dir wieder blaue Haare? Nein, was? Halt, wer hat das Licht ausgemacht? Das Licht ist ja wieder an. Hä? Das Licht ist wieder an. Und ich habe blaue Haare. Wenn du als Tier wiedergeboren werden könntest, welches Tier wäre das? Tja, wenn ich als Tier wiedergeboren werde, wäre das zum einen eventuell ein Affe. Und zum anderen eventuell ein Pinguin. Warum muss Brudi immer los? Großmutter, frag nicht so dumm! Was ist dein Lieblingsessen? Lieblingsessen hier? Pizza. Lieblingsessen? Lieblingsessen aus Japan? Lieblingsessen in Japan allerdings diverse Nudelgerichte wie beispielsweise Ramen, Reisgerichte, Reis mit Curry, Sushi, Melonpan, diverse Backwaren. Wow, und diverse Süßigkeiten aus Japan. Also ich kann mich da nicht festlegen, aber ich mag vieles. Was hältst du von Dakimakura-Kissen? Dakimakura-Kissen? Ich hab keine. Psst, die soll mich nicht für einen Perversen halten. Magst du Bratwurst? Okay Leute, ernsthaft, die Frage ist wirklich 2014. Außerdem gab's da nicht irgendwie ein Lied dazu? Magst du Bratwurst? Ich mag Bratwurst. Magst du Bratwurst? Ich mag Bratwurst. Magst du Bratwurst? Fick dich. Magst du Bratwurst? Deine Meinung zu Linkin Park? Linkin Park ist eine tolle Band, ich mag deren Musik und ja, der Tod von Chester Bennington hat mich natürlich ziemlich mitgenommen. Und nebenbei, ich habe eine eigene Linkin Park Playlist auf Spotify. Ihr könnt ihr folgen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Hast du Gray noch lieb? Trauriges Emoji. Gray, natürlich habe ich dich lieb. Ich muss hier erstmal deabonnieren. War ein Scherz. Natürlich mag ich dich. Tja, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Und schreibt doch gerne neue Fragen für die nächste Folge in die Kommentare. Teilt das Video doch gerne mit euren Freunden. Denkt dran, LTRB, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.